Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich muss ja auch immer alles können mit meinem gesunden Menschenverstand, mit meinem Wissen können nachvollziehen. Wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann, dann bin ich verpflichtet, mich auch entsprechend dagegen zu wehren. Ich kann nicht alles machen, nur weil es der Staat ist. Die Corona-Zeit mit ihren Massnahmen hat die Schweiz und ihre Bewohner verändert. Grundlegend. Wir haben uns darum auf die Reise gemacht. Kreuz und quer durch die Schweiz, von den Kantonen Bern und Zürich, über die Innerschweiz bis ins Tessin. Dies alles, um mit 13 Menschen zu sprechen, die uns der Antwort auf die folgende Frage näher bringen sollen. Leben wir noch in einem Rechtsstaat? Als erstes wollten wir wissen, wie der Kardiologe und Facharzt für Innere Medizin Dr. Thomas Binder, der seine Dissertation im Bereich Immunologie und Virologie verfasst hat, die Lage zu Beginn der Corona-Zeit eingeschätzt hatte. Als Arzt habe ich mich natürlich sofort müssen mit dieser neuen Erkrankung auseinandersetzen. Und ich habe komisch gefunden, schon im Januar 2020, die absurden Bilder da aus Wuhan, die Horden im Pinguinanzug, dann sind dort Lastwagen rumgefahren mit so Schneekanonen-ähnlichen Objekten, die angeblich Desinfektionsmittel darauf versprüht haben. Oder Leute sind angeblich tot umgefallen auf der Straße, wenn man die YouTube-Videos angeschaut hat. Die sind immer auf den Händen gelandet. Da dachte ich, oh, was geht denn da ab? Oder mir war sofort klar, die Massnahmen waren nicht gegen das Virus gerichtet, die Bilder waren gegen den Betrachter gerichtet. Ich habe damals noch nicht rasiert, ist das gegen den chinesischen Betrachter gerichtet oder gegen den internationalen Betrachter. Aber da ist mir schon sehr eigenartig. Und ich dachte, oh, was kommt jetzt wieder da für eine Propagandapandemie? Ich habe mich ja gerade an die Schweinegrippe. Pandemie 2009 erinnert. Die Regierung hat 94 Millionen Dosen eines Grippemittels geordert und Gesichtsmasken, die nun in den Apotheken ausgegeben werden. Heute gehen wir von 10.000 Erkrankungen, verteilt auf 100 Ländern, aus. Es verbreitet sich sehr schnell. In Mexiko gehört der Mundschutz seit Wochen zum gewohnten Bild. In diesem Krankenhaus in Mexiko-Stadt werden Mittel gegen die Schweinegrippe verabreicht. Dennoch wird sich das Virus wahrscheinlich weiter ausbreiten, sagt Professor Hermann Schätzel von der Technischen Universität München. Er ist Leiter des Fachgebiets für klinische Virologie und Experte für Virusinfektionen. Für mich persönlich ist am wahrscheinlichsten, dass das wirklich ein pandemisches Virus ist, das auf allen Kontinenten jetzt auftauchen wird, das sich von Mensch zu Mensch weiter verbreiten wird, aber so wie es aussieht, verhält es sich wie ein normales Grippevirus. Alles, was ich im Medizinstudium, in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit und in meiner praktischen medizinischen Tätigkeit gelernt habe, ist plötzlich über Nacht auf den Kopf gestellt worden. An dem Corona-Narrativ ist alles völliger unwissenschaftlicher Nonsens, von A wie keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung bis Z wie Zero-Covid. Ich habe das einfach sofort gesehen. Haben Sie denn nicht an sich gezweifelt, wenn alle anderen das anders sehen? Natürlich müssen wir uns in so einer Situation immer hinterfragen. Ja, bin ich wirklich der Realist und nicht der Verbändet? Und ich habe das natürlich 100-mal gemacht. Und dort ist natürlich eine wichtige Person, das war vor allem der Sucharit-Bakti, dann der Wolfgang Wodar haben wir dann auch gefunden. Vom Sucharit habe ich im Internet gefunden, auf YouTube habe ich gesehen, im März, glaube ich, seine ersten Videos. Und da habe ich gesehen, ja, der sagt es gleich wie ich, der denkt es gleich wie ich. In diesem Sinne habe ich mich mit einem offenen Brief an unsere Bundeskanzlerin gewandt. Konkret stelle ich Frau Merkel 5 Fragen, die ich in diesem, meinem letzten... Der Sucharit hat da die Ansprache an Frau Merkel, die Bundeskanzlerin Merkel, gerichtet und hat das Gefühl gehabt, er war noch naiver als ich zu dieser Zeit. Ich glaube, das darf man sagen, ist nicht bösartig gemeint. Ich war schon früher kritisch, ich habe schon vorher nicht alles geglaubt, was man uns gesagt hat. Aber der Sucharit hat wirklich das Gefühl gehabt, jetzt können da die Ansprache an die Bundeskanzlerin richten. Und die Bundeskanzlerin versteht dann das, dass sie da einen Blödsinn machen. Und ganz viele Leute sehen das. Und dann ist der Fall erledigt.
Und so habe ich es natürlich dann auch gedacht, läuft es. Ich habe dann, weil ich ja niemanden erreichen konnte, vor allem nicht Journalisten, wo man eben Interviews geben könnte, habe ich halt angefangen, Blogs zu schreiben und meine Aktivität in den sozialen Medien auszubauen. Und einen so grossen Blog habe ich am Donnerstag vor Ostern geschrieben. Ich habe einmal alles erklärt, von der falschen Testindikation, falschen Test, dass es verantwortungslose Panikmache ist, von einer Fallsterblichkeit von 2% reden, wo jeder Primarschüler weiss, wegen der hohen Dunkelziffern sind wahrscheinlich etwa 100 Mal nicht getestet, dann ist die locker 100 Mal tiefer im Bereich von anderen Grippe- oder Kältungsviren. Und dann war ja noch die Todesursachenfälschung. Jeder, der innerhalb 28 Tagen nach einem positiven Test an was immer stirbt, ist als Corona-Toten angeschaut worden. Wenn man da noch dazu nimmt, ist es noch etwa 10 Mal oder noch weniger gefährlich. Also wirklich ein Erkältungsvirus. Dass es wahrscheinlich keine asymptomatische Überträgung gibt, habe ich alles in dem Blog beschrieben. Und der ist dann etwa 20'000 Mal in 24 Stunden angeklickt worden. Da habe ich eben auch gedacht, so wie der Suchari bei seiner Ansprache, Frau Merkel, ja, jetzt geht das viral und dann kommen noch Kollegen von mir und in einer Woche ist das Zeug erledigt. Wie allseits bekannt, war es dann aber eben nicht erledigt. Eine Maßnahme nach der anderen wurde eingeführt, meist ohne wirklich wissenschaftliche Grundlage. Ich muss hier stundenlang in sehr nahem Abstand unter den Leuten sein. Viele machten ihrem Unmut darüber auf der Straße Luft. So auch Pferdebesitzerin Christa Urech. Wie viele Demos hast du jetzt besucht? Jede. jede Corona-Demo, die es irgendwie gegeben hat, und wenn es gerade keine gegeben hat, habe ich selber eine gemacht. Also das heisst, ich war jeden Samstag irgendwo auf der Strasse. Bevorzugt an den Unbewilligten, an den bewilligten Demos, so wie zum Beispiel Liestal. Das hat mir so ein bisschen nichts gesagt, das ist nichts für mich. Dort sind wir aber auf Bern und sind etwa 1000 Leute auf dem Bahnhofplatz und das war so richtig gut. Also ich sage jetzt einfach mal, Unbewilligte sind die, wo man nicht extra eine Bewilligung eingeholt hat, oder? Ich meine, verboten sind sie nicht, sie sind einfach ohne Bewilligung. Ich habe ein verfassungsmässig garantiertes Recht für Versammlungsfreiheit. Und was ganz wichtig ist, was man ein bisschen zu wenig betonen tut, ist für eine Meinungsfreiheit und nicht nur für eine Meinungsäußerungsfreiheit gemäss Artikel 16 Bundesverfassung, sondern ich darf meine Meinung nicht nur äußern, sondern ich darf auch eine Meinung bilden. Und das kann ich natürlich am besten machen, wenn ich vor Ort bin, wenn ich an eine Demo gehe, wenn ich mit den Leuten rede, mit anderen Leuten. Da bin ich am Anfang Mai 2020 auf einen 6-Leuten-Platz und da hat es dort so Leute mit Täfeli, kein Impfzwang. Und da habe ich gedacht, wo bin ich da gelandet? Ich bin ja völlig falsch. Von was reden die? Das habe ich hier noch nicht gewusst. Aber so bin ich zu Informationen gekommen, die ich sonst niemals bekommen hätte. Also konnte ich meine Meinung bilden. Die muss ich nachher nicht unbedingt äußern, aber ich habe sie gebildet. Du hast eine Grundausbildung als Juristin, Bachelor of Law, ja. Also rechtliche Bildung. Aber hast du jetzt in den letzten Jahren Sachen gelernt, die du in der Ausbildung so nicht gelernt hast? Ja, ganz viel. Also ich habe mein ganzes Rechtsverständnis hat es komplett auf den Kopf gestellt. Also ich bin ja spät berufen, weil ich dachte, ja, das gibt eine gute Allgemeinbildung, das kann man immer brauchen. Kann man wirklich brauchen. Also auch jetzt in dieser Zeit von Corona, als ich an die Demos gegangen bin, ich habe die Verfassung gekannt, schon am ersten Tag, als ich an die Demo bin. Nicht wie ganz viele Leute, die noch nie einen Blick in die Verfassung hineingeworfen haben. Ich habe das gelernt an der Uni. Was sind Grundrechte? Und was ist ein Kerngehalt? Und was darf man antasten? Und was ist unantastbar? Und dann ist eben der Tag gekommen, Anfang Mai, wo unser Can abgeführt worden ist vom 6-Leuten-Platz. Wer ist Can? Der Can Andrea Freiheit. Der ist auf dem 6-Leuten-Platz gesessen, Anfang Mai, mit einem Täfeli. Freiheit ist dort drauf gestanden. Er ist von der Polizei verschleppt worden, mehrere Stunden in einer Zelle festgehalten worden, nur wegen dem Täfeli. Und da habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein. Bei uns in der Schweiz, also ich komme über Grundrecht raus und ich weiss, was Freiheit ist. Und das kann gar nicht sein, das ist ein Fake. Ich gehe dort hin, schauen, ob das stimmt. Und dann bin ich dort hingegangen und ich bin selber verhaftet worden. Also ich hatte dann hier mein Transparent schon dabei, das drauf steht. Grundrechte gelten immer alle.
Und ich bin tatsächlich von den Polizisten da, die haben mich da geschnappt und gesagt, sie müssen heimgehen. Und ich habe gesagt, wie bitte? Heimgehen? Ich kann da jetzt ein bisschen rumlaufen, das ist mein Recht. Und dann haben sie mich gepackt am Arm, ohne Diskussionen, Arm vertrüllt. Ich habe nachher auch noch Blutergüsse am Arm. Man hat es also noch gesehen, die Abdrücke. Und ich habe eine Wegweisung bekommen, dann später, dass sie mich mitgenommen, verhaftet. Und habe den Platz müssen verlassen, theoretisch. Auch in der Bundeshauptstadt wurde die Unzufriedenheit auf die Straße gebracht. An den regelmäßigen Donnerstagabend-Spaziergängen nahm auch Bauprojektleiter Sepp Huber öfters teil. Wir sind wieder einmal auf Bern gegangen, zum Leidwesen von Herrn Nause. Sicherheitsdirektor von der Stadt Bern. Sicherheitsdirektor von der Stadt Bern, ganz genau. Und haben einmal mehr und aufrechte Menschen die rote Karte gezeigt in der Regierung, die dort in dieser Zeit vollkommen gesponnen hat mit dem Corona-Regime, das sie hatten, die Zertifikatspflicht immer ausgeweitet hat. Und darum sind wir wieder spazieren. Und an diesem Abend hat der Herr Nause eindeutig den Befehl gehabt, das ein für alle Mal zu unterbinden. Es war etwa das dritte oder vierte Mal, wo wir sind spazieren. Und kaum sind wir am Bahnhof und haben uns besammelt, ist ein riesen Aufgebot von Polizeigrenadier gekommen. Hundertschaften haben uns komplett eingekesselt. Also mehr Polizisten als Demonstranten? Ja, also ich würde sagen, etwa 1:1 wahrscheinlich. Es war ein krasses Aufgebot gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Polizeigrenadier geht in Bern. Und die haben uns dann gekesselt. Und dann sind irgendwelche unverständliche Lautsprecher durchsagen gekommen von der Polizei. Die Stimmung im Kessel war dann explosiv. Es hat Treichler, es hat Mittelalter-Musikanten, die Leute hatten Hupis, Pfeifen. Es war unvorstellbar, es war ein richtiger Hexenkessel. Und die Polizei, die haben uns gedrückt und gemacht, die haben die Leute gestossen. Die sind mit den Schäferhunden gestanden, die einen bedroht haben. Es ist mehrmals mit Reizgas in die Menge geschossen worden. Und die Stimmung hat sich extrem aufgeheizt. Also sie ist nicht wahnsinnig negativ gewesen. Die Leute waren immer noch positiv gewesen, aber sie ist explosiv gewesen. Richtig explosiv. Haben Sie Angst gehabt? Angst in dem Sinne nicht. Ich habe Atemprobleme bekommen durch das Reizgas und habe dann Angst kann meine Gesundheit vielleicht, ja, aber sonst eigentlich nicht wirklich Angst, aber es ist einfach surreal gesehen, die ganze Szene. Ich habe so etwas in der Schweiz noch nie gesehen und es ist einzigartig, was an diesem Abend gelaufen ist. Es ist wirklich ein riesen Schar Polizisten gegen friedliebende Bürger gesehen und die haben schon sehr eine bedrohliche Kulisse aufgebaut. Die haben auch wollen uns bedrohen. Die wollten ein klares Zeichen setzen, kommen nicht mehr hier hin, es ist fertig, oder? Zu einem gewissen Zeitpunkt haben sie dann entschieden, dort wollen sie nicht mehr drin sein, in diesem Kessel. Genau. Es ist dann nach 3-3,5 Stunden ist mir dann einfach zu viel geworden, als ich dann wieder eine Reizgasattacke müssen erleben musste. Und ich habe dann gesehen, dass es eine kleine Schwachstelle in diesem Kessel. Und zwar ist das ein Mäuerli, das in die Unterführung gegangen ist vom Bahnhof. Und jetzt sind die Rolltreppen runter und das war nicht gesichert. Und dann bin ich da drüber gekumpelt und unten dran wäre ich dann gestanden. Dann bin ich gegen die Laufrichtung hoch und ab. Das hat aber nicht funktioniert in dem Sinn. Soviel ich weiss, ist eine Fahndung nach hinten ausgeschrieben worden. Ja, ich nehme es stark an, dass gewisse Leute gar nicht gepasst haben und sie dann sofort eine Fahndung ausgeleitet haben. Ich bin dann 20 Minuten weg vom Kessel und dann haben mich die Zivilpolizisten angehalten. Und mich gebeten, doch mitzukommen, haben den Kastenwagen gebracht, ich habe mich auch nicht gewehrt. Ich bin dann mit und dann sind wir auf einem Aussenplatz, den sie extra für den Abend eingerichtet haben, die Polizei, um die Leute zu kontrollieren. Wir haben die Versammlungsfreiheit in der Schweiz. Es ist festgelegt in der Verfassung. Wir dürfen demonstrieren, den Souverän darf zeigen, was seine Meinung ist. Das steht auch hier in diesem Büchlein.
kann man so nachlesen. Und das ist gerade eine rote Karte an Reton aus, er soll sich da mal schlau machen. Ebenso schlau wollte sich Gastronom Ivaniten vom Restaurant Raten in Oberägri schon sehr früh in der Krise machen. Dies bei den zuständigen Behörden und zwar betreffend die den Wirten auferlegten Maßnahmen. Die meisten Antworten auf seine Fragen hat er bis heute nicht erhalten. Im Sommer 2020, wo die Maskenpflicht eingeführt worden ist, wo man uns angehalten hat, zum Masken anlegen. Und dann hatte ich das Gefühl, da stimmt etwas nicht mehr. Weil ich selber natürlich an der Hotelfachschule Arbeitssicherheit unterrichtet habe. Und bei dieser Arbeitssicherheit ging es immer darum, Masken sollte man spätestens nach einer halben Stunde wieder abziehen, weil der CO2-Gehalt steigt. Und wir, die hier hin und her springen müssen, das hat für mich einfach, oder für uns einfach nicht gestimmt. Schlussendlich will ich niemanden zwingen, um irgendetwas zu machen. Also ich habe die Mitarbeiter immer freigelassen, wie sie sich verhalten wollen. Ich habe niemanden gezwungen, keine Maske anzulegen. Ich habe aber auch niemanden gezwungen, eine Maske anzulegen. Also das war jedem frei. Und das ist nicht auf Gegenliebe gestossen bei allen Mitbürgern? Das haben natürlich Gäste nicht verstanden, dass wir gegen die behördlichen Auflagen uns auflehnen und nicht mitmachen im Prinzip. Und wir sind hier ein öffentliches Restaurant, ein Ausflugsrestaurant, das überregional bekannt ist. Und das hat natürlich dann Reaktionen von den Gästen, Empörung. Und die haben es natürlich den Behörden gemolden und gesagt, könnt ihr mal schauen, der hält sich nicht an die Vorschriften. Haben Sie aber persönlich das Gefühl, dass Sie sich innerhalb des Rechtsrahmens bewegt haben? Ich habe also sicher die Anweisungen, die die Behörden rausgelassen haben, habe ich sicher nicht befolgt. Das ist klar. Die Frage ist, ob die Anweisungen rechtens sind, korrekt sind. Weil wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Also ich muss ja auch immer alles können mit meinem gesunden Menschenverstand, mit meinem Wissen können nachvollziehen. Wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann, das gegen mein Gewissen widerspricht, dann bin ich verpflichtet, mich auch entsprechend dagegen zu wehren. Ich kann nicht alles machen, nur weil es der Staat ist. Also Sie haben die Vorschriften per se schon in Frage gestellt? Ja, die Vorschriften habe ich nicht verstanden. Und grundsätzlich haben wir einfach dann Fragen gestellt an den Behörden, die sie uns dann nicht haben können beantworten konnten. In medizinischer Hinsicht, aber auch in rechtlicher Hinsicht. Und das hat uns dann schon stutzig gemacht. Auch Ingenieur Andreas Groß haben vor allem im Zusammenhang mit der Maskenpflicht Fragen geplagt. Nach seinen Recherchen in den Paragraphen der Covid-Verordnung hat er sich entschlossen, dies mit dem Hintergrund einer Ausbildung zum Therapeuten maskengeplagten Menschen zu helfen. Ich habe Maskenatteste ausgestellt, 1000 Stück. Jeder, der es haben wollte, konnte bei mir bestellen. Und dafür wurde ich also auch angegriffen. Das wurde mir verboten und ich habe mich dann verteidigt, gesagt, nein, es gibt keine Rechtsgrundlage, mir das zu verbieten. Und das haben die dann bemerkt und dann kurz an die Covid-Verordnung angepasst, damit das künftig illegal ist. Ne? Also ist die Lex Groß? Die Lex Groß, ja, die eher auf mich zugeschnitten ist. Ne? Allerdings eben mit 6 Wochen Verspätung nach dem Polizeieinsatz gegen mich wurde die Covid-Verordnung geändert, um es exklusiv, also Maskenatteste, exklusiv nur von Ärzten oder Psychiatern auszustellen sind. Die Polizei wurde eingesetzt für eine Hausdurchsuchung. Was ist da passiert? Ja, morgens, wir schliefen noch, klingelt es an der Tür. Sturm. Nach einer Weile, weil wir uns erst nicht drum gekümmert haben. Und so wurden die immer energischer. Haben inzwischen so einen Zugang hier zum Hausflur bekommen und klopften an der Tür. Und dann fragte meine Frau, wer ist denn da? Ja, die Polizei, machen Sie auf. Ne? Ja, machen nicht auf, nur weil die Polizei da ist. Ne? Ja, wir haben einen Hausdurchsuchungsbefehl. Ja, können Sie den zeigen? Naja, und dann haben wir die Tür ein bisschen aufgemacht und die haben dann ihre Durchsuchungspapier, ihren Durchsuchungsbefehl gezeigt.
Und die sind reingekommen? Die sind dann hier rein, wurden von unseren Hunden freudig empfangen. Wir haben denen gesagt, nein, das sind keine Freunde, ne? Das sind Gegner, ne? Die dürft ihr nicht wedeln, ne? Da müsst ihr mal bellen, haben sie aber nicht. Ne? Ja, und dann haben die hier alles untersucht und insbesondere Computer und Computertechnologie gesucht und alles zusammengetragen. Und ich habe ja eine IT-Firma seit 35 Jahren und alles papierlose Büro. Das haben die alles mitgenommen. Das heißt, ich hatte schlagartig keinen Zugang mehr zu meiner Buchhaltung, zu meiner Korrespondenz, zu meinen E-Mails, zu Buchmanuskripten, an denen ich geschrieben habe, zu Kundenprojekten, alles und Projekte von der 5G-Widerstandbewegung, die Baueinsprachen, die wir machen. Und wonach haben die gesucht? Die haben die Tabelle gesucht, wo die Maskenbesteller sind, um diese Maskenbesteller einschüchtern zu können, dass sie diese Maskenattestbesteller, dass sie diese Maskenatteste nicht verwenden dürfen. Aber das ist natürlich auch eine Rechtsbeugung, ne? Weil das steht der Polizei nicht zu entscheiden, ob so ein Attest gültig ist oder nicht. Es ist ja dann auch weitergegangen mit der Zertifikatspflicht, wo wir dann auch wollten wissen, wo steht denn das, in welchem Gesetz steht denn das. Ich habe sie weder im Covid-Gesetz noch gefunden, ich habe es weder im Epidemiegesetz noch gefunden. Auch dieser SRF-Beitrag zu den Zertifikaten fußt nicht auf einem Gesetzestext, sondern beruft sich auf den Bundesrat und erwähnt lediglich, wo die neuen Auflagen ab Mitte September 2021 gelten sollen. Unter anderem galt demnach die Zertifikatspflicht in Innenbereichen von Bars und Restaurants sowie von Freizeitsport- und Unterhaltungsbetrieben. Und da bin ich dann beim Regierungsrat in Zug und habe ihn gefragt am Tisch, ja, wo steht denn das? Zeigen Sie mir, wo der Gesetzesartikel ist, dass wir in der Gastronomie die Leute kontrollieren müssen, den Ausweis kontrollieren. Wenn Sie mir das vorlegen können, bin ich Ihnen sehr dankbar. Was Sie aber nicht haben können machen. Wir werden ja quasi missbraucht, den Polizist spielen und zu kontrollieren, ob der Gast sich an das Gesetz hält oder nicht. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Also das ist zumindest mein Empfinden. Man möge mich eines Besseren belehren. Dafür das ist die Polizei da, um zu kontrollieren, ob die Behörde, ob die Bevölkerung sich an Gesetz halten oder nicht. Oder? Und wir sind da missbraucht worden. Doch nicht nur die Gastronomiebetriebe wurden mit der Zertifikatskontrolle belastet. Auch der Inhaberin des David Gym in Zürich, Kathi Fleig, war diese ein Dorn im Auge. Das mit dem Zertifikat ist ja eigentlich das, was uns am meisten getroffen hat. Weil gewisse Leute nicht mehr ins Gym dürfen, ausser sie haben sich immer testen lassen oder sie haben sich impfen lassen oder haben eben ein Zertifikat gehabt. Und das war auch der Punkt, wo ich mich im Prinzip am meisten dagegen gesträubt habe. Das, für mich ist es einfach nicht in Frage gekommen, dass man Leute ausschliesst aufgrund von einer medizinischen Behandlung, die sie nicht haben wollen machen. Und das habe ich auch schon ganz klar im Vorfeld ausgesagt, dass ich mich nicht wieder an die Zertifikatspflicht halten werde. Klar haben wir dann auch müssen. Wenn ich jemandem sage, du darfst nicht in mein Gym kommen, weil du bist nicht geimpft, geht ja ins Gleiche rein, wie wenn ich jemandem sage, du bist ein Schwarzer, du hast da nichts zu suchen, du bist homosexuell, du hast da nichts zu suchen, geht ja auch nicht, macht man ja auch nicht. Mhm. Es soll jedes Recht haben, ins Gym kommen und etwas für seine Gesundheit machen. Und das war halt dann der Punkt gewesen. Eben, wir hatten sehr viele Polizeikontrollen gehabt. Es sind, glaube ich, etwa 13 Polizeikontrollen innerhalb von 2 Monaten gewesen. Und dann natürlich immer wieder Verzeihung. Dann haben sie das Gym einmal geschlossen für eine Woche. Wie hast du es als Willkür empfunden, dass sie so viel zu euch gekommen sind? Also ich habe es schon sehr unverhältnismäßig gefunden. Vor allem auch, wie die Polizei dann mit uns umgegangen ist. Also, oder du hättest können meinen, da innen sind nur Schwerstverbrecher am Trainieren. Magst du erzählen, was da so passiert ist mit der Polizei? Ja, es ist halt eben die erste Polizeikontrolle haben wir am 13. September gehabt. Das ist dann, wenn die Zertifikatspflicht eingeführt wurde, ist bereits über den Mittag. Ist schon die erste Kontrolle gewesen, dann nochmal eine zweite am Abend. Und von dort an sind sie einfach gefühlt
ein- bis zweimal in der Woche sind sie gekommen. Und dann am Anfang sind sie vielleicht noch das zweite oder das dritte gekommen. Und dann mit der Zeit sind es 8 bis 10 gewesen, die da reingestürmt sind. Also wir haben so beim Eingang so elektronische Türen, die du aufmachen kannst mit deinem Badge als Mitglied. Und sonst können wir das auch öffnen. Und nebenan ist so ein Tisch. Und dort haben wir natürlich das Desinfektionsmittel drauf gehabt. Und dann haben sie einfach den Tisch auf die Seite geschoben, sind reingestürmt. Weder irgendwie haben sie uns mal irgendwie einen Durchsuchungsbefehl gezeigt, noch haben sie ihre Zertifikate vorgewiesen, wenn man sie danach gefragt hat, sondern sie sind einfach reingestürmt und haben dort die Leute auseinandergenommen, zum Teil zu der Dusche ausgeholt, zu der Sauna ausgeholt, um das Zertifikat zu kontrollieren. Und das habe ich also schon ja, ein bisschen daneben gefunden. Auch für den Autor und Bäckerei- und Kaffeebetreiber Thomas Brendle war die Zertifikatskontrolle durch Gastropersonal der Stein des Anstoßes. Für mich ist Freiheit wichtig. Ich bin Liberale, ich war für die FDP im Kantonsrat. Für mich ist die Bundesverfassung maßgeblich. Menschen- und Grundgesetz sind für mich nicht einfach abschaltbar, auch nicht in einer angeblichen Pandemie. Ich habe relativ früh gesagt, dass ich nicht Leute aussortieren, meine Gäste aussortieren und kontrollieren. Und das ist dann auf der Plattform Anymap so kommuniziert worden. Und das hat natürlich die Medien aufgegriffen. Als es dann so weit war, dass die Zertifikate tatsächlich eingeführt worden sind, ist man natürlich direkt auf mich zugekommen. Ich war der einzige Gastrobetrieb im Kanton, der das so gehandhabt hat. Und dann ist es losgegangen, ja. Was ist losgegangen? Ja, ich bin dann ab und zu von den Medien befragt worden. Ich hatte ein sehr faires Interview von Central Plus. Auch die Zuger Zeitung war relativ fair. Und der Blick weniger. Und ja, das hat dann natürlich zu Diskussionen geführt in der Gesellschaft und auch hier im Dorf. Sogar der Gemeindepräsident ist auf mich zugekommen unter 4 Augen und hat gesagt, er finde das nicht so eine gute Idee. Ich schade mir mit dem. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass das einfach gegen meine Überzeugungen und gegen mein Gewissen läuft. Ich kann das nicht machen. Oder? Egal welche Konsequenzen das da kommen. Und was hat zum Beispiel der Blick geschrieben? Was war nicht fair dort? Ja, ich hatte eine Kontrolle von 2 Polizisten, die Gäste von mir kontrolliert haben in meiner Abwesenheit. Ich war gerade mit dem Junior auf dem Spielplatz, wo sie da waren. Und dann haben sie mir angerufen, sie haben hier Gäste rausgewiesen und verzeigt. Und ich sollte nachher auf den Polizeiposten kommen. Und dann bin ich auf den Polizeiposten gegangen später und habe mir das alles erklären lassen. Und habe gesagt, ich hätte gerne die gesetzliche Grundlage. Ich hätte gerne etwas Schriftliches von einem Vorgesetzten, wo sie einen Auftrag haben, um das zu machen. Und das haben sie mir alles nicht zeigen. Und dann habe ich gesagt, akzeptiere ich das nicht. Und habe die 2 Polizisten angezeigt. Wegen Amtsmissbrauch und Nötigung. Und das hat natürlich den Blick aufgenommen. Und er hat mir dann, glaube ich, 3 Stunden Zeit gegeben, um Fragen zu beantworten, die er mir per Mail zugeschickt hat. Das Mail habe ich natürlich erst am Abend gesehen, weil ich bin ja nicht den ganzen Tag am Computer. Ich habe eine Bäckerei, ich bin der Bachstuber. Logisch. Und dann hat halt der Blick dann das gedruckt, was er wollte, was er ja einen Weg macht. Und dann habe ich dann, meine Schlagzeile am nächsten Tag, aber nur online. Das hat natürlich auch für Aufruhr und für Aufmerksamkeit gesorgt. Und was interessant war, in der Kommentarliste waren wirklich nur negative Kommentare. Also, wo das, was ich gemacht habe, nicht gut gefunden haben. Und ich habe aber sehr viele Mails bekommen, die positiv waren. Das sind Leute, die gesagt haben, ihre Kommentare sind nicht freigeschaltet worden bei Blick Online. Darum schicken sie es mir direkt. Und sie finden das richtig, was ich mache. Also das ganze Spiegel habe ich ausgedruckt. Ja. Und die Grundlage war eben, dass die Polizisten da waren. Ist das einzige Mal, wo die Polizei da war? Die Polizei war insgesamt 5 Mal da, immer zum 4. Immer maskiert, immer mit der Pistole. Einmal bin ich hier mit meinem Sohn gesessen, zum Mittagessen an dem Tisch, wo sie gekommen sind. Und das hat natürlich grossen Eindruck auf ihn gemacht. Und er hat dann nachher immer, wenn er etwas machen musste, was ihm nicht passt, hat er immer gesagt, er würde mich der Polizei melden und dann muss ich ins Gefängnis. Oder? Das ist dann so ein bisschen
Also ich merke auch sehr einen libertären Sohn. Nein, nicht so. Nein, hat er das ein bisschen ausgenutzt. Aber es hat einen sehr Eindruck gemacht und er wollte also immer noch Polizist werden. Polizist sein, das war auch der Berufstraum, den sich Renato Carranci erfüllte. Doch dieser Traum hatte sich, bevor er ganz platzte, für ihn in den letzten Jahren immer mehr zum Albtraum gewandelt. Polizisten, die sind immer mehr ins Sandwich gelangt. Auf der einen Seite hat man Sachen verlangt von Polizisten, wo die einen sich gefragt haben, ist das verhältnismäßig, ist das rechtmäßig, was man da durchsetzt. Umgekehrt hat man den Druck von der Bevölkerung, die sagt, hey, was macht ihr da? Könnt ihr das noch mit eurem Gewissen vereinbaren? Und da ist der Polizist natürlich zwischen denen, und das war eine schwierige Situation für viele auch. Ich habe einen Brief geschrieben, einen Kommandant mit einem Kollegen zusammen, und wir haben ihn gefragt, wie sollen wir uns verhalten in solchen Situationen, weil es halt eine schwierige Situation war. Wir haben dann die Antwort einigermaßen bekommen. Es hat geheissen, wir haben das nicht zu hinterfragen, was von der Politik gesagt wird, und die Gesetze, die sind so gemacht, und wir haben nur durchzusetzen. Haben Sie das können unterschreiben, diese Meinung? Ja, ich habe natürlich meinen Eid abgelegt gegenüber dem Regierungsrat. Ich habe den Eid ein paar Mal noch durchgelesen in dieser Zeit. Im Kanton Zürich ist es speziell, wenn man den Eid wirklich sich verinnerlicht, muss man sagen, es ist ein Kadavergehorsam. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich gegenüber deinen Vorgesetzten und der Regierung alles durchzusetzen, was die sagen. Also nicht gegenüber der Bundesverfassung oder gegen den Grundgesetz in dem Sinn? Ja, das ist, ich habe selber noch gestaunt, als ich wirklich das verinnerlicht habe. Habe ich wirklich nichts gefunden in unserem Eid im Kanton Zürich. Ich habe dann geschaut, wie lange gibt es den Eid schon, wer hat den geschrieben. Ich habe leider nicht herausgefunden, wer den Eid dazu mal geschrieben hat oder wie lange das den schon gibt. Aber ich habe glücklicherweise in anderen Kantonen einen anderen Eid oder ein Gelöbnis. Im Kanton Zürich ist ein Gelöbnis gefunden. Zum Beispiel im Kanton Bern schwören die auf Verfassung auch schwören oder geloben. Also kantonal unterschiedlich in dem Fall? Kantonal unterschiedlich. Was sind denn die Sachen gewesen, die Ihnen besonders Mühe gemacht haben in Ihrem Job früher als Polizist? Als Polizist ist mir natürlich angehört, eben jeden Tag rechtmässig und verhältnismässig. Alles, was du machst, alles, was du als Polizist machst, muss rechtmässig und verhältnismässig sein. Wenn du natürlich das Gefühl bekommst, ist das nur verhältnismässig, ist das nur rechtmässig, kommt der innerliche Konflikt. Du hast auch ein Bauchgefühl, das sagt, da stimmt etwas nicht. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann fängst du an, Fragen zu stellen. Es ist dann in erster Linie um die Durchsetzung der Maskenpflicht und der Zertifikatspflicht gegangen, was Ihnen Mühe gemacht hat. Also Mühe gemacht einerseits, es haben viele eben die Konflikte gehabt. Dann bist du vor Ort gegangen, hast irgendwie eine Kontrolle gemacht. Die Leute mussten einfach sagen, wir müssen das jetzt halt durchsetzen. Es ist unsere Aufgabe, auch wenn die das nicht verstehen. Es sind natürlich zu vielen Konflikten geführt. Von Kollegen, denen ich das auch viel gehört habe. Glücklicherweise musste ich selber nicht ganz so viele Kontrollen machen, weil sie mich dann mit der Zeit in ihren Dienst versetzt haben. Hat das einen Grund gehabt? Die Versetzung? Ja, ich hatte in gewissen Situationen mit der Maske Mühe gehabt, mit dem Schnaufen. Und das Kommando hat dann einfach gesagt, gut, die gewissen Situationen, das ist so für uns nicht gegeben, sondern du kannst die Maske einfach nicht an. Das haben sie so nicht akzeptiert und gesagt, dich müssen wir von der Front wegnehmen, du gehst in den Innendienst. Und es waren wirklich seltene Situationen, wo ich das nicht konnte. Wenn dann natürlich irgendeiner draussen gesehen hat, der Polizist hat keine Maske an in dieser Situation, dann hat es natürlich zu Problemen führen und dann wollten sie so verhindern und dann haben sie mich einfach von der Front weggenommen und in den Dienst versetzt. Sie sind gekündigt worden bei der Polizei. Wie ist das abgelaufen? Wie ist das abgelaufen? Wie gesagt, ich war im Innendienst gewesen, am Arbeiten. Dann plötzlich kommt jemand vorbei und handelt mir dort ein Zettel aus, dass das Administrativverfahren gegen mich eingeleitet wird. Verdacht auf Arbeitspflichtverletzungen. Es ist aus meiner Sicht nicht darum gegangen, um irgendwie Beweis für mich oder gegen mich zu sammeln, sondern lediglich Aussagen von mir überzukommen, dass ich mich selber belaste. Was ist Ihnen vorgeworfen worden? Es ist mir vorgeworfen worden, einerseits ich Tage aufrufen zum Polizisten anzeigen, wo zum Beispiel die Zertifikatspflicht oder Maskentragpflicht durchsetzt. Das aufgrund von dieser Seite von «Wir für euch», von dieser Vereinigung. Weil auf der Seite der Vereinigung ist ein Strafanzeigenformular auftaucht, wo meine Metadaten drin waren. Und die haben dann aufgrund von dem alles von denen einfach mir
zugeschrieben aus meiner Sicht. Ich habe dort in der Befragung ja gesagt, ich wüsste nicht, welche Metadaten von mir dort reinkommen. Schlussendlich war es so, dass ich das Ehrverletzungsformular von der Kapo Zürich genommen habe, in ein Word kopiert, alles, was man mit der Kapo Zürich in Verbindung bringen kann, rausgelöscht habe und dann zur Verfügung gestellt habe. Und danach hat das jemand anders weiter bearbeitet, aber meine Metadaten sind natürlich gleich drin geblieben. Ist es ein generelles Problem gewesen, dass Sie für eine Vereinigung wie wir für euch sich überhaupt engagiert haben eigentlich? Ja, das kann man eigentlich so sagen, weil ich weiss von anderen Kollegen, gegen die ist auch ein internes Verfahren eingeleitet worden. Ich spreche zum Beispiel den Teaser an von der Vereinigung «Wir für euch». Es heisst aber, dass das sieht aus wie eine extremistische Gruppierung, martialisch, und haben da Vorwürfe gemacht. Was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen rechtsstaatlich zumindest fragwürdig und auf jeden Fall unverhältnismäßig. Wir haben diesen Beruf gewählt, um die Freiheit und die Rechte der Bevölkerung zu schützen. Danach hat wirklich von einem Kollegen, den ich weiss, ist auch ein intensives Verfahren eingeleitet worden und dem er im Vorgeworfen hat, bei dem Video mitgemacht. Dann haben wir das Video analysiert und gesagt, ah, ja, die Statur, die Kleider, der Haarstil und so, das könnte auf den zutreffen. Und dann haben sie geschrieben, ja, forensische Untersuchung, könnte man da weitere Beweismittel wegen dem Video herausfinden, ob der das wirklich ist. Aufgrund der Verhältnismäßigkeit dürfen wir das jetzt nicht machen. Wohlgemerkt, es geht nur um ein internes Verfahren und nicht das Strafverfahren, wo man da Beweismittelsuche ein bisschen auffährt. Und dann haben wir gesagt, gut, wir stellen das ein, wir können es nicht rechts genügend in dem Sinne nachweisen, dass er dort mitgemacht hat. Aber wenn der bei dem Video zum Beispiel mitgemacht hat, dann gehe ich davon aus, hat jetzt den auch einfach entlassen. Ich habe am Sonntag, Ostersonntag 2020 mit meiner Frau eine Woche in die Ferien. Und dann ist es aber, bis ich zurückgekommen habe, dachte ich, ist die Sache vorbei. Und dann ist es anders gekommen. Am Ostersamstag zu Abend bin ich hier in der Praxis, etwa um 10 Uhr, von der Antiterroreinheit Argus brutal verhaftet worden. Und der Anlass war, dass ein guter Bekannter von mir, dem habe ich die E-Mails geschickt, der hat die Blogs gelesen, wahrscheinlich auch, wenn ich twittert habe und so gelesen. Der hat in diesen Texten hat der Bedrohungen gesehen. Bedrohungen von Behörden, von der ganzen Gesellschaft. Ich behaupte ja zum Beispiel, das Virus ist nicht gefährlicher als Grippe, sogar weniger gefährlich. Sogar Bedrohungen von Familienmitgliedern hat er irgendwie gesehen. Also er hat die Behauptung aufgestellt. Er hat behauptet, ich sei bewaffnet und ich habe eine psychiatrische Vorgeschichte. Und der hat in einem anderen guten Bekannten von mir, im Landamme vom Kanton Aargau, angerufen. Und die zwei haben dann am Telefon miteinander ausgemacht, sind offenbar nicht auf die Idee gekommen, mir anzuleiten. Du, Thomas, wir hören da komisches Zeug von dir, wir verstehen deine E-Mails nicht, was du uns da schreibst. Gehen wir zusammen das Corona trinken und dann erklärst du uns noch mal. So hätte ich es erwartet, oder? Hätte ich es dann nicht gemacht? Nein, dann haben die im Polizeikommandant vom Kanton Aargau angeleitet. Und der hat dann die Aktion gestartet. Da sind 60 Polizisten im Einsatz gewesen. Die haben gleichzeitig alle 5 Regierungsräte vom Kanton Aargau vor dem weltberühmten Terroristen Thomas Binder bewacht. Der Bahnhof Ettingen war eine Stunde lang abgesperrt. Stundenlang hat kein Zug verhalten. Und da bin ich von 20 Antiterror-Einheitsspezialisten verhaftet worden. Eben dann bin ich. Ich wollte hier einen Espresso rauslassen im Kocherli, dann bin ich hier vorgekommen. Dann habe ich dort auf den Stegen, die runtergeht und nach oben führt, habe ich etwa 10 so Hardcore-Polizisten gesehen, wie man es nur im Tatort kennt. Mit Helm, schusssicherer Westen, Tempis auf Türen gerichtet. Bin natürlich erschrocken, dann bin ich am Computer zurückgerannt. Habe im Twitter und Facebook noch so eine Meldung können absetzen, im Sinne von Hilfe, die Kapo verhaftet mich. Und habe nachher meine Tochter anrufen. Ich
habe gedacht, ja, was geht da ab? Ist ja völlig, oder? Also, absurd, wenn ich am Schluss, ja, wenn am Schluss werde ich verschossen und das heisst, es war Notwehr oder irgendetwas. Also ich kann mindestens einfach bekannt machen, was da abgeht, nicht, dass ich irgendwie plötzlich verschwunden bin. Es war so surreal gewesen, oder? Also ich habe nicht verstanden, was da los ist. Und nachher kam das Telefon, ja, ich muss jetzt da raus. Und ich habe gesagt, wieso muss ich jetzt da raus? Ja, sie sehen es dann, wir sagen es ihnen dann. Und dann bin ich da so rausgegangen, habe da aufgemacht. Und dann bin ich da rausgegangen. Da habe ich in der linken Hand habe ich das Handy gehabt, weil da war eben die Frau von der Polizei, die mir Anweisungen gegeben hat, mit der rechten Hand so oben. Ich hatte nur T-Shirt, Jeans und Schlarpen. Ich habe mich dann extra noch einmal so umgedreht, dass man gesehen hat, dass ich keine Waffe habe. Nichts. Und dann sind ich einfach zwei Polizisten auf mich zugekommen und haben mich nicht verhaftet. Sondern es geheißen Zugriff. Und dann haben sicher etwa 3, 4, 5 von denen auf mich gestürzt, den Boden geschlagen, den Kopf auf den Boden geschlagen. Ich bin auf dem Bauch gelegen und die Hände auf dem Rücken sind gefesselt worden. Und, bis ich dann gesagt habe, ja Jungs, langsam komme ich keine Luft mehr über. Also es langt langsam und dann durfte ich dann mal aufstehen. Leben wir noch in einem Rechtsstaat? Dies war erst der Anfang, um uns der Antwort auf diese Frage näher zu bringen. In Teil 2 und 3 geht es für die von uns begleiteten Menschen bis vors Gericht und ins Gefängnis. Und wir treffen weitere Akteure, die sich sicher sind, etwas ist faul im Staate Helvetia. Ich habe mich entschlossen, in den Knast zu gehen, auch um ein Zeichen zu setzen und auch um an die Öffentlichkeit damit zu gehen, was hier eigentlich gegen unbescholtene Bürger vorgeht, die nie was mit Strafbehörden zu tun hatten. Das Größte ist, dass sie eigentlich auf die Beweisanträge gerne eingehen. Also sie schauen nur, was man quasi verbrochen hat, in Anführungszeichen. Wenn der Bundesrat auf Veranlassung von der WHO meint, wir sind wieder in einer neuen Gefahrenlage, dann kann er jederzeit das Zertifikat aus dieser Gespensterkiste wieder vorholen. Das ist nach hinten losgegangen. Es hat nicht zur Einschüchterung geführt, sondern zu einem Widerstand. Und so wird das hier auch sein. Ich weiß, dieses System zählt die letzten Tage. Das hat keine lange Haltbarkeitsdauer.